Aloha, hey, zu einer wundervollen neuen Ausgabe von Robin redet. Ganz tolles YouTube-Flashy-Flashy-Format. Aber da geht der Wortspasmus direkt los. Normalerweise bin ich ein Fan davon, frei zu sprechen und keine Schnitte einzusetzen und Jumpcut hier, Jumpcut da. Aber diesmal werde ich da oben ein bisschen hinschauen, damit hier ein bisschen Gesprächsfluss gewahrt wird, weil ich muss dann zwischendrin auch nochmal auf die Kommentare gucken und so. Ja, also wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass hier einmal ein Schnitt passiert. Wie dem auch sei, es geht um mein tolles Video von Selbstvertrauen und Fremdscham of Cringe and Confidence. Ich finde den englischen Titel wesentlich geiler, wegen der Alliteration unter anderem und flutscht einfach mehr. Wie dem auch sei, das Feedback dazu war mega geil und ich kann bis heute nicht so ganz das greifen, wie viele Leute da zum Beispiel danke. Also ich habe ja mal... Bei Twitter hat man das gesehen, habe ich das mal gepostet. Ich habe da mal gesucht auf der Seite, wie oft das Wort Danke einfach geschrieben wurde und das war über 100 Mal. Super krass. Ich freue mich über das Feedback auf jeden Fall. Mega nice. Like-Dislike-Verhältnis ist ja auch absolut krank. Ich kenne das sonst nur von David. Ja, auf jeden Fall dazu. Durchweg positives Feedback. Das Einzige, was ich ansprechen will, was ich auf jeden Fall sehr lustig finde, selbst hier bei diesem tollen Video, was nichts mit der Gamescom zu tun hat, gar nichts. Man kann es natürlich irgendwie rauslesen von wegen, ja, der sagt jetzt irgendwie, er rechtfertigt sich von wegen, ja, hier, die Frauen da auf der Gamescom und so und da wäre ein bisschen mehr Charme angebracht und so. Aber das hat halt wirklich gar nichts damit zu tun und trotzdem, ein Kommentar, ich kann den auch mal einblenden, die nette Person hat mittlerweile auch so ein bisschen eingelenkt, ich konnte sie da vielleicht doch ein bisschen überzeugen. Ein Kommentar hat es aufgegriffen, meinte, ja, hier, bevor ihr dieses Video so abfeiert und so, guckt mal, was der noch gemacht hat. Vor 4 Jahren, was sie erst nicht wusste und dann doch eingesehen hat. Wie gesagt, Leute verändern sich ja auch und das Gamescom-Video ist nach wie vor scheinbar eins unserer beliebtesten, aber würde ich so heute auf jeden Fall nicht mehr machen. Ist ja jetzt schon in leicht abgeänderter Version online. Wie dem auch sei, fand ich interessant, dass selbst bei so einem Video dann irgendeiner aus der Seite kommt und sagt, hier, dies, das. Habe ich ja auch neulich schon mal besprochen bei dem Video, wo es darum ging, warum David seinen Job wegen mir verloren hat, unter anderem. Ja, also, wir werden diese Sexismuskeule nicht los, auch wenn das unser einziges Video war, durch das wir vielleicht aufgefallen sind, wenn man jetzt mal von unserem genialen Podcast absieht. Wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall witzig, selbst wenn man das da raushört, irgendwie, ja, schäm dich nicht oder geh wie selbstbewusster Assi auf alle Frauen oder alle Menschen zu, selbst dann sage ich das nicht. Ich sage nicht irgendwie, geh Frauen belästigen oder so. Wie auch immer. Ich gucke jetzt mal kurz drauf. Dann habe ich heute erst, also ist jetzt 2 oder 3 Tage online das Video, habe ich heute erst einen Kommentar bekommen, den ich sehr interessant fand, weil ich mir im Nachhinein sage, ja, das ist völlig offensichtlich. Und er meinte, dieser Trend, weil es ist wirklich meiner Meinung nach ein Trend, der immer mehr in diese Richtung geht, das ist so cringy, das herauszustellen und sich besonders korrekt zu verhalten. Also klar, Political Correctness ist ja seit Jahren im Gespräch, dass das nicht so cool ist und dass ich auch kein großer Fan davon bin und ihr wahrscheinlich auch eher weniger. Aber dieses ja nicht in ein Fettnäpfchen treten und ganz doll aufpassen, dass das daher rührt, dass man den Stars so hautnah folgen kann und das den Eindruck erweckt, dass man ja den Alltag von den Leuten sieht und man aber ausblendet, dass auch Stars oder wer auch immer ja nur das zeigen, was sie zeigen wollen. Also dass das von außen hin nach außen dann natürlich trotzdem ein anderes Bild ist, das präsentiert wird als der Ist-Zustand, der tatsächliche Alltag von solchen Menschen. Und dass dadurch so ein Bild erzeugt wird von perfekten Menschen, die irgendwie nichts, außer jetzt, weiß ich nicht, Jennifer Lawrence zum Beispiel ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, die ja dieses Natürliche dadurch Beliebtheit bekommen hat. Aber schon, dass die Mehrheit eher so drauf ist, sich nach außen hin perfekt zu präsentieren, keine Mangel, keine Mängel, keine Flaws und keine Peinlichkeit. Dass dadurch einfach so ein gesellschaftlicher Druck erzeugt wird oder so ein Gefühl von, ich muss mich korrekt verhalten oder guck mal, wie korrekt die alle sind und so. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich sage nicht, dass das auch der absolute Grund dafür ist, aber ich denke schon, da ist was dran und ich fand das ganz faszinierend, weil jetzt, je mehr ich darüber nachdenke, desto offensichtlicher finde ich das. Vielleicht seht ihr das ja anders, könnt ihr mich auch in den Kommentaren belehren. Wir werden sehen. Eine kleine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch ansprechen will, während ich hier mal die Uhrzeit checke, alles klar, bin auch im Rahmen. Die Views tatsächlich, weil so super cool wie das nach außen wirkt, bin ich natürlich auch nicht immer. Von wegen, ja, mir ist alles so egal. Ich habe das natürlich mitgekriegt, das haben auch viele geschrieben, dieses Video, das ist
voll bedeutsam, das ist viel zu krass, um so wenig Aufrufe zu haben und so. Und das ist ja eine Sache, mit der wir jetzt seit Jahren schon irgendwie kämpfen. Das heißt, kämpfen, so krass ist es dann auch wieder nicht, dass es mich beschäftigt, aber dass die Aufrufe zurückgehen. Ich meine, selbst ein PewDiePie hat nicht jetzt bei jedem Video, der hat irgendwie 55 Millionen Abonnenten oder so, der hat auch nicht bei jedem Video 55 Millionen Aufrufe. Das ist völlig normal durch die Inflation von irgendwie Let's Playern, die am Tag 10 Videos raushauen und einfach Leute, das würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Kanäle ihr abonniert habt. Das war so ein kleiner Gedankensprung. Schreibt das auf jeden Fall mal rein, wie viele Kanäle ihr abonniert habt, weil das würde mich interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass man immer mehr einfach, das Angebot ist so weit gefächert, dass man immer mehr abonniert und dann kommt man einfach nicht mehr dazu, das alles zu gucken. Wie dem auch sei, ein großer Teil ist natürlich auch der YouTube-Algorithmus, der uns weiter unten listet bei Suchen und so weiter und so fort, weil auch selbst verschuldet, weil wir länger nichts gemacht haben und so. Dann rückt das einfach in den Hintergrund. Um zum Punkt zu kommen, weil labern tue ich auf jeden Fall gerne, die Aufrufzahlen sind natürlich einfach, da denkt man sich, ja, das ist schon, ich habe da jetzt bestimmt 100 Stunden Arbeit reingesteckt und so, und das ist schon so ein Herzensding. Nicht, dass es, also das Feedback ist ja mega, ich beschwere mich nicht, ich sehe es dann nur immer im Kontrast, wenn ich dann so ein Katja-Cover, ich habe nicht mal eine Parodie gemacht, ich dachte mir, der Text ist zu dumm, um den irgendwie zu parodieren, lasse ich es einfach so und mache halt meine Version daraus und mache es vielleicht ein bisschen peppiger oder so. In einer halben Stunde war dieses Video fertig. Gut, ich habe mir jetzt auch nicht Mühe gegeben. Ich finde es auch nicht super geil, wie es geworden ist. Haben halt Leute gesagt, hier, wir wollen skaten gehen. Und da dachte ich, ja, die paar Sonnenstrahlen, die man hier hat, könnte man nutzen. Auf jeden Fall habe ich das relativ hingeschissen. Innerhalb von einer halben Stunde so Akkorde raushören, dreimal probieren, zack, aufgenommen. Und das eine halbe Stunde im Kontrast zu dem. Und dieses fucking Katja-Video hat jetzt 11.000 Aufrufe, einfach nur, weil es Katja ist, haha, lol, lol. Das gibt mir schon zu denken, das ist schon ziemlich schade. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte er nicht irgendwie unser Assassin's Creed Video 5 Millionen Aufrufe, sondern so ein Video. Aber das schmälert natürlich nicht das unglaublich krasse Feedback, was ich auf das Video bekommen habe, wofür ich mich auch nochmal bedanken will, auch in den Kommentaren. Ihr könnt das durchlesen, ich habe, glaube ich, jeden zweiten Kommentar beantwortet. Super krass, wie dann auch Leute nochmal ihre eigenen Geschichten und wie das euch helfen konnte, das liest man immer wieder gerne. Auf jeden Fall super sweet. Vielen Dank. Und die nächste Sache ist, oder die letzte, und ich kann mir die Antwort dazu schon denken, ob denn mal wieder sowas kommen soll. Und ich denke mal, da hat jeder Bock drauf. Ich habe zum Beispiel auf Romanos Terrafo, also meinem alten stillgelegten Kanal, mal ein Video gemacht, wo es um die Angst vorm Tod ging, was so meine Gedanken sind, um das so ein bisschen loszuwerden. Und darüber könnte man auf jeden Fall auch mal so ein Video-Essay, Schrägstrich Kurzfilm oder was auch immer das jetzt war, so ein Hybrid machen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Kameraqualität nicht ganz so gut ist, wie ich gedacht hätte. Ich habe mir extra die Spiegelreflexkamera von Kalle geliehen, um so ein paar geile Aufnahmen zu machen, für die ich ziemlich oft unterwegs war. Also es ist nice, aber wenn es nach mir ginge, hätte es schon noch besser sein können. Aber dafür reicht das Money leider nicht. Aber, ne, aber sage ich übrigens sehr gerne. Ist ja auch nicht so schlimm. Macht ja an der Message nichts anders. Nun, das war es erstmal mit meinen spontanen Gedanken dazu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Robin redet, bestes Format. Sagt, was ihr da... Und schreibt auf jeden Fall, schreibt, wie viele Kanäle ihr abonniert habt. Das würde mich mal interessieren, ob das eher so 50 oder 100 oder was auch immer. Ich gucke selber mal. Ich glaube, bei mir sind es so knapp 100, wovon aber bestimmt 30 oder so stillgelegt oder so gut wie stillgelegt sind. Auf Instagram habe ich zum Beispiel 50 und ich denke mal so weit über 100, da wird es dann schon echt, echt eng. Nun, das würde mich interessieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich rede mal sehr viel und sehr gerne, aber das muss auch mal sein. Viel Vergnügen. Ach ja, und eine letzte Ankündigung. Ich werde noch die nächsten Tage irgendwann einen Film raushauen mit meinen alten Gameplay-Aufnahmen, weil das weiß nicht jeder, dass ich früher Skate 2 und Skate 3 Aufnahmen gemacht habe, so Machinimas und Compilations und so. Das werde ich zusammenschneiden zu einem Film, die Anfänge und so, weil ich einfach, das ist mehr so für mich. Das werde ich auch hier hochladen, aber vielleicht interessiert es ja jemanden. Das ist jetzt nicht einfach nur, das ist Gameplay, sondern wirklich, wenn es jemanden interessiert, ist wirklich mit Musikvideos und alles Mögliche gemacht und Glitches und so. Ist geil. Wen es interessiert, guckt es euch an. Wenn nicht, dann ist auch okay. Wir sehen uns in den Kommentaren. Peace! Ob ich die 10 Minuten noch voll mache, um die Werbung rauszuhauen, nur wieder nicht werbefreundlich, die Scheiße. So, ach nee, ich habe einen Schnitt drin. Muss ich bis 10 Minuten 10 warten. Tschüssi.